Festival der Trierer Unterwelt. Ich habe eben schon mal ein bisschen geplaudert, wie spannend das ist, in Trier tatsächlich unterirdisch zu gehen, wobei ich dann gleich Ihnen verraten darf, wenn wir heute von Kellern sprechen oder unterirdisch, dann war das zur Römerzeit, auch selbst im Mittelalter, ebenerdisch. Bei der Nacht der Unterwelten konnten in Trier auf 10 verschiedenen Routen insgesamt 28 unterirdische Orte erkundet werden. Hier haben wir auch wieder Mann und Frau. Links ist die Frau, rechts der Mann. Und das Interessante ist, der Mann hat die Augen zu. Der Mann hat auch ein glattes Hemd an, also das Totenhemd. Der Mann ist schon gestorben, die Frau hat die Augen auf, hat ein Gewand mit Falten, die Frau lebt noch. Neben antiken Städten wie der Albanergruft bei St. Matthias gab es auch moderne Bauwerke zu sehen, zum Beispiel den SWT-Energietunnel unter der Mosel. Das 1994 erbaute Bauwerk ist insgesamt 270 Meter lang und enthält Strom, Gas, Wasser und Telefonleitungen der Stadt. Die weitläufigen Weinkeller der Samosel Winzersekt GmbH wurden im Jahr 1905 erbaut. Wir können gerne oben gleich noch weitermachen. Ich würde Sie nur bitten, dass wir jetzt. Weiter geht's zu den Kellern der alten Weinbaudomäne. Mein Name ist Jens Baumeister, ich werde es also ein bisschen durch die Örtlichkeiten führen. Wollt ihr oben anfangen, einfach weil man das, was man unten sieht, besser versteht, wenn man sich kurz oben einen Überblick verschafft. Dafür gehen wir ganz klein. Das wäre also die kurze Seite. Und die lange Seite erstreckt sich dann entlang der Devora-Straße, das heißt unter diesem Gebäude hier. Das Ganze ist eigentlich nicht so ganz regelmäßig, sondern ein bisschen krumm und schief und verwinkelt. Unter anderem haben wir hier die sogenannte Regierungsburg, die eine Form hat wie so ein Tortenstück. Und das werden wir im Untergrund wiedersehen, weil die Regierungsburg und der Keller sind gleichzeitig gebaut worden. Dann sieht man direkt, dass das Ganze da hochmodern ist. Wir haben Betonfußboden, die Fasslager sind aus Beton. Oben haben wir von Anfang an eine Lichtanlage gehabt. Die steht sogar unter Denkmalschutz. Strom gibt es hier schon seit 10 Jahren nicht mehr. Musikalische Meditation in der Domkrypta. Die Konstantinbasilika darf natürlich nicht fehlen. Also eine Riesenhalle, die natürlich ein sehr trauriges Schicksal eigentlich hat, denn sie wird erbaut um 310. Wir kommen gleich dann noch genauer darauf zu sprechen. Und 100 Jahre später ist schon Schluss. Denn in der Völkerwanderungszeit wird Trier dreimal nachweislich in Schutt und Asche gelegt und die Archäologen finden überall, wo sie graben, für diese Zeit, den Beginn des 5. Jahrhunderts, so ein Geschichte von Schutt, Asche. Wenn Sie vorsichtig graben, finden Sie auch Deckenfeld, aber das hat man hier nicht gefunden. Wir wissen nicht, ob diese Halle mit einem Tonnengewölbe oder mit einer flachen Decke, Kassettendecke wie heute, überdacht war. Das wissen wir nicht. Es ist aber natürlich ein Problem, wie Sie gleich hören werden, denn als
der Zerstörungszustand dann hergestellt ist und im 6. Jahrhundert die fränkischen Könige hier enteignet werden, kann niemand mehr einen solchen Riesensaal überdachen.